So, hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Es ist ja nun endlich wieder ein bisschen wärmer und auch keine niedrigen Temperaturen mehr zu erwarten. Das heißt, es ist Zeit, die Räder zu wechseln. Also die Winterräder kommen runter, Sommerräder kommen drauf, die stehen da vorne. Ihr fragt euch jetzt sicher, warum man das beim Tesla denn selber macht. Das kann man doch zu Tesla fahren und machen lassen. Ja, kann man sicher auch. Ist auch keine dumme Idee, glaube ich, wenn man da so ein bisschen Scheu hat, das machen zu lassen, weil man da durchaus viele Fehler machen kann. Trotzdem, ich mache das schon seit vielen Jahren immer selber. Erstmal geht es natürlich darum, das Geld zu sparen für die, ja, für die Montage. Das ist ja nicht umsonst. Das kostet jetzt wahrscheinlich auch nicht die Welt. Aber das Geld, finde ich, kann man sich sparen. Und zweitens spare ich mir dadurch unglaublich viel Zeit, weil ich fahre von hier zum Service Center ungefähr eine halbe Stunde. Man kann es sicher bei einer anderen Werkstatt auch machen lassen, aber da muss ich auch hinfahren. Dann habe ich da natürlich kein Auto, dann bleibt es da eine Weile, muss ich irgendwie wieder zurückkommen. Ist auf jeden Fall für mich ein zeitlicher Aufwand. Und wenn ich es selber mache, habe ich eben einfach gar keinen Aufwand oder einen ziemlich geringen Aufwand. Ich denke, in einer Stunde kriegt man das locker hin. Wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, die man jetzt bei einem Tesla oder auch bei anderen Fahrzeugen mit Luftfederung beachten muss. Das werde ich jetzt gleich mal im Fahrzeug zeigen. Und zum später hin, also wenn wir die Sommerräder dann drauf haben, werde ich euch noch mal kurz ein bisschen was über das Anzugsdrehmoment erzählen. Ich habe ja Maschinenbau studiert und da ist wirklich ein großer Teil der Aus oder des Studiums geht auch um die Schraubenverbindung. Das ist sehr viel komplizierter, als man gemeinhin annimmt. Deshalb ist es wirklich wichtig, hier die Momente einzuhalten. Und den Fehler, den viele machen, also auch in den Werkstätten habe ich das schon oft gesehen, dass sie eben ihren 300 Newtonmeter Schlagschrauber nehmen, die Dinger halt anknallen, so fest es geht, dann fahren sie das Auto runter und dann knacken sie es nochmal mit dem Drehmomentschlüssel auf 175 ab. Was natürlich völlig sinnlos ist, weil dann die Schrauben ja schon mit 300 Newtonmeter angezogen sind. Ich meine, es ist ganz gut, um sicherzugehen, dass sie nicht mit weniger als 175 angezogen sind, aber man weiß eben nicht, ob sie mit mehr angezogen sind. Und wenn das so ist, also gerade wenn es viel mehr ist, kann das halt sein, dass die Gewinde kaputt gehen und dann wirklich dauerhaft geschädigt sind. Ja, und man kriegt sie halt dann auch nach der Saison, wenn sie wirklich mit 300 angeknallt sind, zu Hause relativ schlecht wieder los, wenn man jetzt keinen super duper Schlagschrauber daheim hat. Deshalb also da wirklich drauf achten. Das zeige ich aber nachher auch nochmal. Jetzt gehen wir erstmal ins Auto und gucken, wie wir das Auto halt auf den Räderwechsel vorbereiten. So, also jetzt sind wir im Auto. Das, was man dann als erstes machen sollte, was eigentlich ganz gut ist, wenn man mal kurz auf Einstellungen geht, dann gibt es hier unten einen Knopf für das Handbuch. So, und ich hatte das jetzt gerade schon mal auf. Also wenn man dann hier links erst auf Wartung, dann auf Reifenpflege und Wartung geht, muss man dann ein bisschen runterscrollen. Da kommt dann irgendwann der Punkt Wechseln von Reifen und Rädern. Da ist dann ein bisschen was erklärt. Dann kommen dann noch Informationen zu den Reifenmarkierungen. Hier, dass man nach dem Wechsel auch die Reifendruckkontrollsensoren wieder zurücksetzen muss. Das machen wir dann natürlich erst nach dem Wechseln. Und was für uns jetzt zunächst mal interessant ist, sind hier die technischen Daten zu den Rädern und Reifen. Da gibt es dann halt Informationen, was es halt ab Werk für Reifen und Räder gibt. Und für uns jetzt nachher bei der Montage sehr wichtig ist hier das Anzugsdrehmoment für die Radmuttern. Das ist bei jedem Fahrzeug unterschiedlich und ist hier angegeben mit 175 Newtonmeter. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. So, und um jetzt anzufangen draußen am Fahrzeug, müssen wir nochmal hier unten erst auf Fahrzeug, Federung, dann mal kurz die Bremse treten, dass das Auto an sich mal angeht. Und dann gibt es hier diesen Service Mode. Den machen wir jetzt mal an. Da sieht man dann auch schon hier im Bild, dass das für die Reifendemontage gedacht ist. Ja, und das war es auch eigentlich schon. Jetzt können wir rausgehen und dann bocken wir das Auto mal auf. So, was noch bei Tesla wichtig zu beachten ist, ist der Punkt, wo man das Fahrzeug aufbockt. Ich hoffe, man kann es mit der Kamera jetzt halbwegs sehen. Also hier ist extra hier so eine Art Gummiplatte mit so drei Löchern drin.
Und das ist auch im Benutzerhandbuch erklärt, dass man den Wagenheber eben nur an dieser Stelle ansetzen darf. Wenn man hier zu weit außen ansetzt, dann macht man sich hier den Schweller kaputt. Und hier weiter in der Mitte kommt dann der Akku. Das heißt, das sollte man auch tunlichst vermeiden, da irgendwie den Wagenheber anzusetzen, weil da macht man sich dann, glaube ich, richtig was kaputt. Aber das machen wir natürlich alles nicht. Wir setzen hier jetzt schön an auf dieser Gummiplatte. Ja, und das machen wir jetzt mal. Ich muss mal ganz kurz noch die Räder gerade stellen. Also Räder sind gerade. Dann hole ich jetzt den Wagenheber und dann tun wir das Fahrzeug mal nach oben. Wie gesagt, also hier jetzt wirklich penibel darauf achten, dass man hier an der richtigen Stelle ansetzt, weil sonst macht man sich da wirklich was kaputt. Und das will man ja nicht. Da hat man ja irgendwie nichts gewonnen. So, dann setzen wir den jetzt mal so ein bisschen an. Und dann kann man auch schon... Ich dachte auch erst, es wären die Radmuttern hier oder Schrauben. Das sind aber nur so Kunststoffkappen. Die kann man einfach alle runternehmen. Und da kommen dann auch die echten Radmuttern zum Vorschein. Ja, komm her. So. Wenn die mal ein bisschen festsitzen, kann man da auch mit dem Schraubenzieher bestimmt ein bisschen nachhelfen. War jetzt aber bei mir nicht nötig. Also ich lasse den jetzt noch einen Tick unten, um einfach mal die Schrauben zu lösen. Die Muttern sind es natürlich. Ich habe hier extra dafür so eine verstärkte Nuss, die auch hier vorne so einen Kunststoffansatz hat, dass man sich eben die Felge in dem Bereich nicht kaputt macht. Zum Lösen braucht man es eigentlich nicht, aber ich stelle es jetzt schon mal ein. Auf 175. So, und dann fangen wir mal an, die loszumachen. Oh ja, das geht gut. Da hat jemand sein Handwerk verstanden, als er die Räder drauf gemacht hat und die eben nicht einfach mit dem Schlagschrauber angeknallt bis zum geht nicht mehr, sondern nur leicht angelegt und dann halt wirklich eben die 175 Newtonmeter mit dem Drehmomentschlüssel dann angesetzt. So, jetzt habe ich sie alle ein bisschen gelöst. Jetzt können wir das Auto voll hochfahren, nochmal kontrollieren, ob wir da auch im richtigen Bereich sind. Aber das passt. Braucht natürlich auch einen Wagenheber, der das entsprechend schafft. Der Tesla ist ja relativ schwer. Ich habe jetzt hier einen, der bis 2 Tonnen heben kann. Also der könnte theoretisch auch das gesamte Auto anheben. Insofern wird es dafür auf jeden Fall reichen, weil wir hier ja nur ungefähr, weiß ich nicht, ein Viertel oder vielleicht ein Drittel oder so von dem Fahrzeug anheben. So, dann kann man das losmachen und im Prinzip braucht man da auch keine Maschine oder einen Schlagschrauber oder so. Die billigen, die funktionieren sowieso nicht, weil die zu wenig Kraft haben, um die Schraube wirklich zu lösen. Deshalb bringt es meines Erachtens gar nichts. Und um jetzt hier die letzten 3 Umdrehungen oder meinetwegen 10 Umdrehungen zu lösen, das kriegt man auch wunderbar mit der Hand hin. Hier halt aufpassen, dass man die Mutter nicht verliert. Ein bisschen doof. So. Dann haben wir die noch. Noch eine. So, und jetzt bei der letzten. Muss man ein bisschen gucken, dass man die Felge festhält. Ich tue da immer den Fuß einfach unten dagegen, dass die nicht so abkippt. Dass die erstmal an Ort und Stelle bleibt und man die dann halt kontrolliert runternehmen kann. Dass man auch da bei der Demontage nichts am Auto kaputt macht. Die letzte Mutter lasse ich mir hier mal drin. Das können wir dann, wenn wir das Sommerrad dran haben, dann direkt wieder drauf machen. Und jetzt vorsichtig runterheben. So groß und so schwer sind sie dann auch nicht, wie man vermutet.
Also da hatte ich schon schlimmere. Die Walzen vom S6, die waren echt mächtig. Also da musste man ordentlich tragen. So, jetzt haben wir hier die eine runter. Dann muss ich mal kurz die andere holen. So, also das sind meine Sommerräder. Wie ihr seht, die sind nagelneu. Also ich hatte den Tesla ja im Winter gekauft und dann auch gleich mit Winterrädern geholt. Das heißt, also hier ist sogar noch der Kleber von dem, ein bisschen Rückstandskleber von dem Aufkleber, der da halt immer drauf ist. Die Michelin-Reifen sind nicht laufrichtungsgebunden, da muss man halt nur richtig rummontieren. Also da ist halt die Außenseite und die Innenseite. Ansonsten kann man die jetzt montieren, wie man will, weil benutzt sind sie ja noch nicht. Dann nehme ich einfach den ersten, den ich geholt habe. Den kann man dann hier aufstecken. Achso, jetzt habe ich was vergessen. Das ist natürlich bei einem neuen Auto nicht wirklich notwendig. Der ist jetzt auch nicht wirklich dreckig, ich zeige es jetzt aber trotzdem mal. Ich nehme da immer einen Lappen und eine Bürste. Und zwar diese Flächen, wo die Felge anliegt, die sollte man halt immer so ein bisschen reinigen, dass da eben kein Sand oder Dreck oder Erde oder so dazwischen hängt. Weil sonst kann es sein, dass die Felge da nicht sauber anliegt und dann irgendwann das Staubkörnchen oder Dreckkörnchen, was dazwischen ist, dann doch mal rausfällt oder zerbröselt. Und dann habt ihr an der Stelle halt die Schraube ein bisschen lose und die könnt ihr dann verlieren. Das ist relativ gefährlich und auch sonst liegt einfach die Felge nicht sauber an und ist dann halt nicht gerade auf der Narbe montiert. Das muss ja nicht sein. So, boah. So, dann im Prinzip wieder der gleiche Trick mit dem Fuß. Den stelle ich da unten mal vor. Und dann drehen wir mal die erste Mutter auf. Da kann es jetzt sein, dass wir da noch nicht ganz mittig mit dem Bolzen im Loch sind. Aber deshalb auch hier vorsichtig. Das ist auch mit dem Schlagschrauber ein Nachteil, wenn die halt noch nicht richtig sitzt, die Felge. Und man das Ding da mit 300 Newtonmeter hier jetzt krumm irgendwie anknallt, dann kann man sich da auch einiges kaputt machen. Aber das sieht jetzt hier schon gut aus. So, und das ist im Prinzip der Moment, wo dann in der Werkstatt und bestimmt auch zu Hause hin und wieder, wenn man einen fetten Schlagschrauber daheim hat, der Fehler gemacht wird, dass das, was ich jetzt gerade mit der Hand gemacht habe, mit dem Schlagschrauber schon gemacht wird. Das heißt, ich setze jetzt hier an mit dem Schlagschrauber, drücke auf den Knopf und dann macht brrrt, und das Ding ist mit 300 Newtonmeter angeknallt. Und dann ist das Gewinde von dem Bolzen oder das Gewinde von der Mutter halt so ein bisschen vorgereckt sozusagen. Also das wird so ganz leicht zusammengedrückt und klemmt dann halt nicht mehr anständig. Und das ist wirklich ein Problem, weil wenn es dauerhaft zerstört ist, kann es auch sein, dass es nicht mehr so gut hält. Und da könnt ihr dann auch halt eure Muttern verlieren unterwegs. Und das wird dann halt ziemlich gefährlich. Und deshalb muss man das schon ordentlich machen. Ich habe jetzt den Drehmomentschlüssel hier, also hier ist so eine Skala auf 175 Newtonmeter eingestellt. Das wird im Prinzip, also ist bei schwereren Autos ein bisschen mehr als bei leichteren. Der Leaf hat, glaube ich, irgendwas um die 120, 130 Newtonmeter. Das kommt einfach daher, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr mal schnell in die Kurve fahrt, kriegt ihr ja hier seitlich ordentlich Druck drauf. Je nachdem, ob es jetzt innen oder außen in der Kurve ist, das Rad. Aber das gesamte Auto drückt dann ja quasi hier unten dagegen. Und dadurch werden halt gerade die Bolzen hier oben, also die dann in dem Moment gerade oben sind, das Rad dreht sich ja, gezogen. Und die Schraube, die kann sich ja so ein ganz bisschen verformen. Und mit diesem Anzugsdrehmoment muss man eben mehr Vorspannung auf die Schraube bringen, als
die sich halt bei so einem schweren Auto in der Kurve verformen würde. Dass man eben das nicht hat, dass wenn man kräftig in die Kurve fährt, dass dann quasi die Anlage an der Narbe hier oben kurz abkippt. Also das ist ein bisschen schwierig vorstellbar, dass sich so eine Schraube, die ja doch relativ massiv ist, irgendwie dehnt. Aber wenn die Belastung halt nur groß genug ist, passiert es schon. Deshalb bei einem schweren Auto eher so im Bereich 170, also hier sind es jetzt 175, steht ja auch schön in der Anleitung drin. Und bei leichteren, kleineren Autos braucht man halt nicht so viel. So, und dann fangen wir jetzt mal an. Oh, verkehrt rum. Ja, willst du nicht? So. Genau, der dreht jetzt mit. Das ist ein bisschen ungeschickt. Kann man gleich ein bisschen runterlassen. Ich klemme mal hier meinen Fuß rein. Klappt nicht so gut. Ja, das geht auf der Bühne besser, weil man da ein bisschen eine bessere Richtung hat. Jetzt ziehen wir die mal hier so gut es geht kreuzweise an. Und dann stellen wir ihn einfach auf den Boden und machen die dann noch voll auf 175. Uah. Lass den jetzt mal einen kleinen Tick runter, dass der Reifen unten am Boden ansteht. Dann verdreht sich das auch nicht mehr. Das wird hinten kein Problem sein, weil da ja eine Feststellbremse dran ist. Also wenn der geparkt ist. So, jetzt ist das schon fest. Jetzt machen wir das Ganze nochmal und dann halt bis es knackt. So. Knack. Knack, knack, knack. So, dann kommen auch die Kappen schon wieder. Wenn man sich jetzt daran erinnern will, dass man die nach ein paar Kilometern nochmal nachzieht, habe ich es früher immer so gemacht, dass ich die Kappen einfach weggelassen habe. Weil jedes Mal, wenn ich ans Auto gegangen bin, habe ich gedacht, boah, das sieht ja voll hässlich aus. Und dann vergisst man es nämlich nicht. Ich mache es jetzt trotzdem mal drauf, weil ich will das Auto nicht so verschandeln. Weil die Kappen sehen halt auch einfach echt total gut aus, finde ich. Ja, und versucht dann einfach so dran zu denken. So, das war jetzt ein Rad. Dasselbe Spiel geht halt bei den anderen dann entsprechend genauso. Und am Schluss muss man eben die Reifendrucksensoren nochmal resetten. Das zeige ich euch auch gleich noch. So, jetzt haben wir alle vier drauf. Den vorderen habt ihr ja gesehen. Ist jetzt optisch kein großer Unterschied, also die Felgen sind ja die gleichen. So, einmal hier. Und auch hier sind jetzt die nagelneuen Sommerräder drauf. Habe ich auch alle fein mit 175 Newtonmeter angezogen. Und was wir jetzt im Prinzip noch machen müssen, so, das ist einmal hier auf Fahrzeug, Federung und dann kann man hier diesen Service-Modus wieder ausmachen. Dann geht jetzt die Luftfederung wieder auf Standard. So, und jetzt kommt diese Reifendruck-Sache. Da geht man hier auf Einstellungen und dann auf, hier unten seht ihr Service und Reset. So, und da gibt es jetzt hier ein paar Punkte. Da kann man auch, wenn man abgeschleppt wird oder so, dann kann man das ganze Fahrzeug auf Werkszustand zurücksetzen. So, und hier oben, da spielt die Musik. Also Sensoren zurücksetzen. Das drücke ich jetzt mal. Dann sagt er hier, diese Funktion sollte nur zum Radwechsel verwendet werden. Nutzen Sie sie nicht zum Löschen von Reifendruckwarnungen. Nach einem Reifenwechsel oder dem Rotieren von Rädern müssen die Reifendruckkontrollsensoren nicht zurückgesetzt werden. So, aber wir haben jetzt ja die Räder gewechselt, das heißt, wir müssen sie zurücksetzen. Das machen wir jetzt mal. So, und dann ist er hier oben jetzt am Rödeln.
werden zurückgesetzt. Und ich glaube, jetzt muss man fahren. Nee, stimmt gar nicht. Dann war das noch eine alte Information, die ich da hatte. Also jetzt sagt er hier schon, zurücksetzen abgeschlossen, Sensoren des Reifendruckkontrollsystems wurden zurückgesetzt. Also, okay, passt. So, das wäre geschafft. Ich habe jetzt alle vier drauf, wir haben alles gemacht, die Reifendruckkontrollsensoren sind resettet, hat alles wunderbar geklappt. Ja, ich kann das wirklich jedem empfehlen, der halt sich ein bisschen mit Autos auskennt, Drehmomentschlüssel hat und halt schon mal ein Rad gewechselt hat. Da muss man jetzt beim Tesla keine Scheu haben. Das ist im Prinzip auch nur ein Auto wie jedes andere, was jetzt die Räder angeht. Ein paar Dinge muss man eben beachten. Also am Anfang dieses im Menü da die Luftfederung auf Service Mode stellen, das ist relativ wichtig. Dann muss man halt die Punkte hier mit dem Wagenheber genau treffen, dass man eben nicht den Akku zerstört oder sich hier seitlich den Schweller verbiegt oder so. Das wäre auch ziemlich schade. Ja, wie gesagt, das Anzugsdrehmoment, das steht ja im Handbuch drin im Auto. Das ist auch, finde ich, noch ein Riesenvorteil, wenn man es selber macht, dass man eben sich sicher sein kann, dass keiner seine Schrauben halt mit 300 Newtonmeter mit dem Schlagschrauber angedonnert hat. Sondern wenn man das halt selber mit der Hand und dann halt mit dem Drehmomentschlüssel macht, kann man sich sicher sein, dass das ordentlich gemacht ist. Wie gesagt, die meisten Werkstätten machen das wahrscheinlich schon richtig und jetzt bei Tesla haben sie es auch richtig gemacht. Das merkt man beim Lösen eigentlich relativ gut. Das hat schon gepasst, aber ich habe es halt auch schon erlebt, dass die Dinger dann halt so bombenfest angeknallt waren, dass ich da schon ein schlechtes Gefühl hatte, gerade was die Beschädigung von dem Gewinde angeht. Wie gesagt, wenn man es selber macht, kann man sich halt sicher sein, dass das nicht passiert. Von dem her ist es auch ein Riesenvorteil. Und was ich am Anfang schon gesagt habe, es kostet halt nichts. Und es dauert relativ kurz. Also wenn man jetzt das vergleicht mit zum Service Center fahren, dann da abstellen, dann vor Ort warten oder dann noch irgendwie mit einem Leihwagen noch wieder nach Hause fahren und dann wieder hin und wieder zurück. Da ist man sicherlich viele Stunden insgesamt unterwegs. Und für die vier Räder, wenn ich jetzt kein Video dabei mache, da komme ich in einer Stunde locker hin damit. Ja, und habe dann auch einfach viel Zeit gespart. Ja, von dem her kann ich das jedem empfehlen. Ich finde es halt auch immer schön, wenn man sich mit seinem Auto ein bisschen noch beschäftigen kann. Was ja heute schon ziemlich eingeschränkt geht. Früher konnte man noch ein bisschen mehr an seinem Auto rumschrauben. Heute bleiben uns wenigstens noch die Räder. Das ist ja gar nicht schlecht. Und ja, ich mache es gern. Also, freut mich, dass ihr zugeschaut habt und fahrt elektrisch.